geht's schon, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für endlich das Finale der Penthouse-Saga. Und zwar sind wir hier für Penthouse Warren Live Staffel 3. Ja, ich verlinke euch meine Videos zur ersten und zur zweiten Staffel in der Infobox. Und ich würde euch auch raten, erstmal die zu gucken, weil dann seht ihr, wie sich meine Meinung entwickelt hat. Ob sie besser geworden ist, ob sie schlechter geworden ist und so weiter und so fort. Ja. Hier wird es keine Spoiler geben, also machen Sie sich da keine Sorgen. Auch im ersten Video und auch im zweiten Video wurde nicht gespoilert. Von daher kann man das ruhig gucken, wenn man die Sendung noch nicht geguckt hat. Aber ich würde euch ans Herz legen, die Sendung zu gucken. Ganz kurz, worum es in der ersten Staffel ging. Die letzte Staffel hat 14 Folgen und ist von 2021. Und in der ersten Staffel ging es praktisch um sehr, sehr reiche Menschen, die im Hera-Palast lebten, das ist das größte Gebäude in Seoul. Und das waren einfach unfassbar reiche Menschen, die ja vielleicht so ein bisschen korrupt unterwegs waren. Unter anderem ging es um Chun Soo-jin, die Leiterin einer sehr prestigeträchtigen Schule war, die Sopranosänger ausbildet und generell so Opernsänger und Klavierspieler und generell Instrumente. Und die ist halt super hoch angesehen in diesem Musikbusiness. Sie ist eine der Hauptcharaktere und dann verfolgen wir halt noch die Kinder dieser reichen Menschen, die halt auf diese Schule gehen. Es gibt viele Intrigen, Hass, Manipulation, Verrat, Mord, Betrug und so weiter und so fort. Und dann verfolgen wir noch Oh Yun-hee und ihre Tochter Beruna, die halt aus ärmlicheren Verhältnissen kommen und die dann involviert werden, weil Beruna unbedingt auch professionelle Sängerin werden möchte. Und ja, Oh Yun-hee und Chun Soo-jin haben halt aus ihrer Jugend eine große Rivalität. Und ja, das ist, worum es damals in der ersten Staffel ging. Und die Story hat sich dann natürlich weiterentwickelt, wie man sich sicherlich denken kann. Wie immer reden wir zuerst über die Charaktere und dann rede ich über Dinge, die ich halt noch nicht angesprochen hatte. Es wird also so laufen wie in jedem anderen Video. Machen wir uns bereit. Okay, ich würde sagen, wie immer fange ich mit Oh Yun-hee an. Tada! Ich kann gar nicht so viel zu ihr sagen. Ich finde, wenn man jetzt all ihre Entwicklungen mit einbezieht und guckt, okay, wo hat sie angefangen, wo endet sie, muss ich sagen, dass sie mir in der zweiten Staffel am sympathischsten war. Ich hatte ja in der ersten Staffel ganz, ganz massiv große Probleme mit ihr. Und dann in der zweiten Staffel war sie immer noch nicht mein Favorite, aber ich habe besser nachvollziehen können, was da war. Die hat Buße getan, sie hat verstanden, dass was sie getan hat müllig war und sie hat wirklich eingesehen, dass sie halt nicht die beste Person ist und dementsprechend musste sie Dinge an sich ändern. Sie musste Rache nehmen für Dinge, die passiert sind und ja. Ich habe halt, wie gesagt, in dem Video zur zweiten Staffel gesagt, dass sie mir in der zweiten Staffel sehr sympathischer war als in der ersten. So, in der dritten Staffel war sie mir, ich würde sagen, ein bisschen unsympathischer als in der zweiten Staffel, aber immer noch um Weiten besser als in der ersten. Ich finde, sie verfällt so ein ganz kleines bisschen zurück in ihre Muster aus der ersten Staffel, was mich halt zum einen enttäuscht hat, weil ich mir dachte, oh, ich dachte, das haben wir hinter uns, du hast doch gesehen, dass dich das wirklich nicht weiterbringt. Hör halt auf, entwickel dich. Aber auf der anderen Seite war die Situation doch schon anders genug von der ersten Staffel, dass ich sehen konnte, okay, ihre Motive sind diesmal anders. Und ich habe auch verstanden, warum sie diesmal so gehandelt hat, weil wo es in der ersten Staffel halt einfach darum ging, sich selbst zu schützen, ging es jetzt in der dritten halt wirklich darum, ihre Freunde zu schützen und ihre Familie und zu gucken, ich möchte manchen Personen keine falschen Hoffnungen machen, ich möchte denen keine Flausen in den Kopf setzen, die sich dann als falsch herausstellen und so. Und damit das halt nicht passiert, muss ich halt ein bisschen geheimniskrämerisch sein. Wie gesagt, das war jetzt nicht mein Favorite, aber es war jetzt auch nicht so schlimm wie in der ersten Staffel. Ja, sie war nie mein Favorite-Charakter, sie wird es auch nie sein, aber ich würde schon sagen, dass mein Journey mit ihrem Charakter positiv war. Ich glaube, ich fand sie auch in der dritten Staffel am hübschesten. Ja, also ich fand den Haarstyle, den sie da hatte, sehr schön. Und habe ich sie geliebt? Nein, aber gehasst habe ich sie auch nicht. Und was da so bei ihr passiert, müsst ihr dann logischerweise selber gucken. Dann würde ich sagen, reden wir über ihre Tochter Beruna. Maybe she's not my favorite character, aber sie hat sich schon echt gemausert. Also in der ersten Staffel habe ich sie verabscheut und in der zweiten Staffel war ich sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Ich fand, sie war sehr, sehr viel reifer als in der ersten Staffel und ich konnte viel mehr nachvollziehen, was mit ihr abging. Jetzt war sie auch nicht super präsent in der zweiten Staffel, warum, müsst ihr natürlich selber gucken. Aber ich mag sie
Und ich mag sie auch in der dritten Staffel. Ich finde, wir gehen den Weg so des Heiligtums. Also ich finde, sie wird dann schon sehr positiv dargestellt, so wie ihre Mutter in der ersten Staffel. Und das fand ich manchmal schon ein bisschen störend, weil ich es zum einen halt unrealistisch fand und zum anderen fand ich es halt auch dumm. Ich finde, ein Mensch ist nicht gleich ein schlechter Mensch, nur weil er sich weigert, einer Person zu helfen, die offensichtlich Hilfe braucht, wenn diese Person vorher ganz schlimme Dinge mit dir getan hat. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja gut und schön, anderen Menschen helfen zu wollen, ne? Und auch Mitleid zu empfinden. Aber es gibt halt Menschen, die haben Hilfe jetzt nicht unbedingt verdient oder zumindest nicht so eine krasse Hilfe, wie hier in diesem Fall angeboten wurde. Und ja, ich fand halt schon, dass die Sendung sehr krass darauf bedacht war, sie zu einem Engel zu machen. Und es hat mich, wie gesagt, manchmal gestört. Aber es war halt okay. Alles in allem verglichen mit allen anderen Charakteren, die da rumgegammelt sind, war sie mir halt sehr, sehr viel sympathischer. Ich finde, sie war hart, wenn es wirklich sein musste. Sie war manchmal badass, was ich natürlich einfach appreciate, weil wir lieben badassige Frauen. Und ja, she's okay. She's really okay. Einer meiner Favorites, aber jetzt auch nicht das Nonplusultra. Ja, über wen reden wir jetzt? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Okay, lass uns über Logan reden. Ich finde, er verliert sehr viel. Ja, in der ersten Staffel konnte ich noch nicht so viel über ihn reden, weil sein Dasein halt erst später passiert und ich werde euch auch hier nicht sagen, wer genau er ist, weil ich halt nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Aber in der ersten Staffel war er halt einer meiner absoluten Favorite Characters. Ich habe ihn geliebt, ich fand ihn mega. Dann in der zweiten Staffel ist er so ein bisschen abgefallen. Ich mochte ihn immer noch, aber ich fand ihn nicht mehr so cool wie in der ersten. Und dann kommt halt die dritte Staffel. And I just... Hat er seine Momente? Ja. Aber er ist halt einfach nicht mehr mein absoluter Favorite. Ich finde, naja, auf der emotionalen Ebene passiert halt was im Laufe der Sendung. Er kommt einer Person näher und das freut mich komplett für ihn und ich wollte auch, dass er glücklich ist, aber ich finde, es ist sehr offensichtlich, wer in dieser Beziehung mehr liebt und wer mehr in diese Liebesgeschichte investiert. Und das, weiß ich nicht, hat ihn mir halt so ein bisschen madig gemacht, weil ich mir dachte, er ist so ein toller Typ. Wieso ist das so? I don't know. Ich will ja auch nichts vorwegnehmen, wisst ihr, aber er ist immer noch einer meiner Liebsten, aber halt bei weitem nicht mehr so sehr wie in der ersten Staffel. Okay, reden wir über einen Charakter, der am Ende der zweiten Staffel so ein bisschen angehauen wurde. Ich werde aber nicht sagen, was seine Rolle ist, wie gesagt, um halt nicht zu spoilern. Wir haben hier Baek Joon-ki. Einer der Charaktere, die mich wirklich über alles enttäuscht haben. Ich habe selten so eine Enttäuschung gefühlt. Ich dachte wirklich, das wär's. Also ich dachte, das wird ein neuer Favorite für mich. Ich dachte, der würde die Geschichte so ein bisschen aufmischen, neuen Wind reinbringen, weil er halt ganz anders ist als die anderen Leute. Er hat ganz andere Erlebnisse und er hat auch Ziele, die einfach mit meinen d'accord gehen. Also meine Unterstützung hatte er. Ja, und dann kommt halt die Sendung. And it's just like, das haben wir mit ihm gemacht. Das ist der Weg, den wir mit seinem Charakter gehen. Och, wie läppsch. Ich weiß es nicht, bei ihm und einem anderen Charakter, den ich noch ansprechen werde, ist es halt einfach verlorenes Potenzial, meiner Meinung nach. Ich finde, mit ihm hätte man richtig viel machen können. Man hätte richtig interessante Sachen machen können, wenn man die ganze Storyline so ein bisschen umgeändert hätte. Ja. Ich war auch noch bis ungefähr Mitte der Staffel, war ich auch noch auf seiner Seite und habe mir gedacht, vielleicht kommt da ja mal was. Und dann kommt so eine Wendung und es kommen so ein paar Sachen raus. Und I was just like, boah, nee. Nee. Also da habe ich jetzt gerade kein Verständnis für. Bin ich gerade nicht offen für. I'm so sorry about it. Also er war alles in allem komplett enttäuschend. Hätte besser sein können. Da würde ich sagen, reden wir über einen Charakter, wo ich mich ganz genau gleich, also wie mit ihm fühle. Und zwar ist das Joo Dong-pil. Tada. Das ist der Vater von Jenny und der Mann von Money. Ja, der war bis jetzt im Gefängnis, wie wir wissen. Und ja, jetzt ist er wieder da. Auch hier, ich hatte Hoffnung. Ich dachte, der wird mein Favorite. Ich habe gedacht, der ändert alles. Der hat einen anderen Blickwinkel, der hat aber auch Insider-Infos. Ich dachte, das ist wirklich so, maybe der neue Bösewicht, weil wir die letzten zwei Staffeln immer dieselben hatten. Und ich dachte, okay, vielleicht ist hier was Neues oder vielleicht verbindet er sich mit unseren Leuten. Wissen wir ja nicht. Ja, und dann kommt halt, was tatsächlich in der Sendung passiert. Und auch, ja, einfach nur noch enttäuschend. Ich weiß gar nicht, von wem ich mehr enttäuscht bin. Von ihm oder von dem davor. Weil ich finde, beide hatten so unfassbares Potenzial, wo die Sendung einfach gesagt hat, nee, haben wir tatsächlich keinen Bock. Lieber machen wir dasselbe dreimal. Und ich denke, oh Leute, ey. Leute, wirklich. Also hier bin ich wirklich enttäuscht. Ich meine,
Sein Charakter an sich mag ich. Ich finde, er ist eigentlich ein guter Typ. Und er tat mir auch so oft leid, weil einfach Dinge passieren, die einfach... Oh, nicht schön. Das tat mir leid, weil ich wollte ihn noch mögen. Und ich wollte, dass es ihm nicht so schlimm geht. Ich meine, im Gefängnis hat er sich bestimmt nicht gut gefühlt. Und dann kommt halt die Sendung. Ja, aber irgendwann musste ich dann halt auch aufhören, irgendwie ihn in Schutz zu nehmen oder zu sagen, oh, ich mag ihn so sehr, weil er war einfach zu wurmig, er war zu lullig, er hatte keinen Rückgrat, absolut nicht. Generell, Rückgrat war in dieser Staffel wirklich auch wieder... Keine Ahnung, hab ich zu wenig von gesehen. Ja. Enttäuschend, enttäuschend. Wie gesagt, von seinem Charakter her mag ich ihn sehr, aber was man aus ihm gemacht hat, ist einfach absoluter Müll. Reden wir kurz über seine Frau, Mali. Die hat sich wirklich gemausert. Also wirklich, die ist zu einer meiner Favorites geworden. In der ersten Staffel fand ich sie wirklich verheerend, denn in der zweiten Staffel habe ich mich ihr angenähert, aber dann kam so das Ende, da war ich so, na. Weil man darf halt auch nicht vergessen, was alles in der ersten Staffel passiert ist. Es fühlt sich zwar an, als wären 100 Jahre vergangen, und es sind auch Jahre vergangen. Also es gibt mehrere Timejumps in der Sendung. Ja, aber wenn man halt ihr Verhalten vergleicht mit dem Verhalten von anderen Menschen und auch guckt, okay, hat sie sich weiterentwickelt, hat sie Scham empfunden für das, was sie getan hat, hat sie Buße getan, dann finde ich, ist das hier sehr viel mehr der Fall als bei anderen Charakteren. Und dementsprechend bin ich bereit, ihr zu verzeihen, was sie gemacht hat. Ich meine, manchmal tätigt sie immer noch Aussagen, wo man sich denkt, wow, das ist natürlich jetzt krass. Aber ich finde, ihre Entwicklung alles in allem ist mit einer der absolut besten in der kompletten Sendung. Und deswegen war ich dann halt auch von ihrem Mann so enttäuscht, weil ich dachte, okay, wenn sie doch so viel stärker an den Tag legen kann, warum kann der Mann es nicht? Also... Naja, aber wirklich, sie hat sich gemausert wie nichts anderes und ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie ihr Charakter endet. So, über wen reden wir jetzt? Ich würde sagen, wir reden über Simsoleon. Tada. Die längste Zeit mein Lieblingscharakter gewesen, tatsächlich. Also sie ist so ein Charakter, der sich durch die Sendung zieht und der mir immer gut gefallen hat, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, ich konnte immer sagen, sie ist mein Lieblingscharakter und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch sagen kann, besonders wenn man halt das Finale der Sendung mit einbezieht. Ich glaube, wenn man das ignoriert, müsste ich wohl sagen, okay, sie ist mein Favorite Character, ich finde, ihre Entwicklung ist mega gut, wenn man halt das Finale außer Acht lässt. Ja, sie entwickelt sich halt wirklich zu einer badassigen Person, zu einem Racheengel. Am Anfang der Sendung ist sie wirklich noch sehr zurückgehalten, hat nicht wirklich eine Ahnung davon, was um sich herum passiert. Sie weiß nicht, was ihr Mann eigentlich so anstellt und solche Sachen. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen zu sehen, okay, wie sie sich entwickelt. Dann ist sie unfassbar schlau. Sie weiß ganz genau, wie sie Leute um den Finger wickeln kann. Sie weiß, wie sie Leute manipulieren kann. Sie weiß, wie sie die Leute, an denen sie sich rächen möchte, wie sie an diese Leute rankommt und wie sie die richtig fertig macht. Also das hat mir mega gut gefallen. Wie gesagt, dann kam halt das Finale der Sendung raus. Das ist like, müsst ihr halt selber gucken. Alles in allem eigentlich ein großer Fan und ich fand sie jetzt auch in der dritten Staffel sehr angenehm. Sie hatte ihre Pläne, sie wusste ganz genau, wo die Reise hingeht und ja, ich fand sie sehr stark in der dritten Staffel. Sehr, sehr stark. Okay, über wen reden wir jetzt? Ich würde sagen, über ihre... ja, machen wir so. Über ihre Rivalin oder was auch immer. Chun Soo-jin. Ja, sie ist ja die weltberühmte Sopranosängerin und in der ersten Staffel war ich auch noch ein riesen Fan von ihr. Jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich liebe sie, ich hätte sowas gerne in meinem Leben. Nein, Abstand sofort. Aber ich mochte halt ihren Charakter, ich fand den interessant, ich fand, der hatte Lagen, der war einfach interessant zu verfolgen. So, und dann kam die Zeitstaffel und da hat sie mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand, sie war wirklich einfach wurmartig, die hat da überhaupt nichts hingekriegt. Schrecklich, okay? Wirklich enttäuschend, die zweite Staffel, was sie angeht. Auch schauspielerische Leistung fand ich nicht mehr so gut. Dritte Staffel. Großer Zwiespalt. Also erstmal schauspielerisch war sie wieder in ihrem A-Game unfassbar gut, aber sie ist in der dritten Staffel sehr, sehr viel ähnlicher zu ihrem Ich aus der ersten Staffel. Was ich positiv hervorheben möchte, sie war wieder interessanter, ihr zu folgen. Huzza. Aber die lappt sich hier Dinge. Wow. Wow, und es ist ja nicht mal überraschend. Wir wissen eigentlich seit Anfang an, dass die großen Bösen sind sie und ein anderer, über den ich gleich reden werde. Also eigentlich weiß ich nicht, woher meine Überraschung kam. Aber die tut hier Dinge. Vor allem, ich glaube, mein Problem war, dass ich Potenzial gesehen habe. Und dann kamen halt die Handlungen, die sie vollzieht. Und jetzt ist... Wow. Wow. Ich muss sagen, ich mag sie nicht mehr.
wie gesagt, ich finde es cool, dass sie wieder so badass ist wie in der ersten Staffel und dass sie wirklich Dinge an die Hand nimmt und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich bin die Frau, ich mache euch alle fertig, ich bin schlau, ich mache euch fertig. Mega! Aber die Wege, die sie da einschlägt, die Brücken, die sie hinter sich kaputt macht, and it's euch ganz, ganz krass. Und wenn es auch nur ihre aktiven Handlungen wären, dann könnte ich ja sagen, okay. Aber sie ist dann halt auch noch manipulativ dabei und sie schreckt auch nicht davor zurück, Leute in ihrem nächsten Umfeld zu manipulieren. Und dann muss man halt auch einfach gucken, was sind ihre Beweggründe und wie glaubwürdig sind die. Sie schiebt oft Gründe nach vorne, so nach dem Motto, okay, ich habe das gemacht, weil hier und das, also ich habe es deswegen gemacht. Aber wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, kann das so nicht stimmen. Und ich habe halt lieber einen Bösen, der halt weiß, warum er agiert, wie er agiert und der das dann halt auch kundtut. Wisst ihr? Und nicht so dieses, ja, ich hab's doch dafür gemacht. So, weiß ich nicht. Vielleicht ein kleiner Prozentsatz, aber jetzt auch nicht wirklich, ne? Hör mal auf zu lügen. Ja, also, auch ihr Ende fand ich alles in allem enttäuschend von ihr. Enttäuschend, generell was Charaktermomente anging, war ich in der dritten Staffel oft und von vielen Leuten enttäuscht, wie ich es nicht erwartet hätte. Okay, reden wir über ihre Tochter, Haeumbyeol. Ich glaube, mein Hass für sie war in der zweiten Staffel auf einem All-Time-High. Ich habe sie schon in der ersten Staffel verabscheut und ich habe sie auch in der zweiten Staffel dann sogar noch mehr verabscheut. Ist das weniger geworden? Ja. Ich finde, von allen drei Staffeln ist Onbyeol in der dritten Staffel am erträglichsten. Ich hatte am wenigsten Probleme mit ihr. Heißt das, dass ich sie mag? Nein! Ich finde, sie ist ein unfassbar schwacher Mensch. Und dann ist sie manchmal stärker, als sie eigentlich sein sollte. Also, ich habe das Gefühl, sie denkt sehr wenig von sich selbst und dass sie deswegen öfter an Dingen zerbricht, weil sie einfach davon ausgeht, dass sie damit nicht leben kann. Ich weiß aber auch, dass wenn es drauf ankommt, kann sie es ja durchziehen. Aber das macht sie nicht unbedingt sympathischer. Weil die Entscheidungen, die sie dann trifft, es ist halt, oh, du guckst dir diese Sendung an. Und es kommt zu einem bestimmten Moment. Krasse Dinge, ich glaube, das war Folge 5 oder so. Eine der krassesten Folgen von Komplett Penthouse, also Folge 4 und Folge 5 waren für mich mega gut. Ich glaube, Folge 8 oder so war auch nochmal mega, weiß ich nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall. Trifft sie halt Entscheidungen. Und ich denke mir halt, yeah, wir sind on our way to victory, zur Besserung, Huzza. Und dann trifft sie halt, naja, dann agiert sie halt anders. Und ich dachte, okay, das kann man ihr nicht wirklich ankreiden, weil etwas passiert ist. Aber dann macht die Sendung halt so ein 180 und dann denke ich mir so, kann ich sie jetzt irgendwie vorhalten oder nicht? Oder macht es Sinn, was du tust? Ich weiß nicht. Alles in allem einfach ein rückgratsloses Vieh. Besser als in den vorherigen zwei Staffeln, aber das heißt halt nicht viel, weil wer die ersten zwei Videos zu dieser Sendung von mir gesehen hat, der weiß, meine Abscheu ist groß. Sie ist groß! So, dann reden wir über ihren Vater, Haeumbyeol. Wenn ich voller Ehrlichkeit sein soll, habe ich nichts zu sagen zu ihm. Ich fand, er war sehr einfach konsistenzlos in der dritten Staffel. Ich finde, es hätte ihn nicht geben müssen. Ich finde, er hat nicht sehr viel zu der Story beigetragen. Ich finde, er hat nicht geholfen. Also ich meine, ja, es gab natürlich ein paar Dinge, die ohne ihn nicht so hätten laufen können, wie sie gelaufen sind. Ne? Don't get me wrong, natürlich hatte der schon ein bisschen was going for him, natürlich. Aber verglichen mit den anderen Staffeln und mit den anderen Charakteren, finde ich, war der doch einfach da. Der war da, dann hat er hier und da mal was gemacht und dann war er wieder weg und dann ist er wieder da. Und ich bleib dabei, ein rückgratsloses Vieh, genau wie seine Tochter. Ich finde, die Sendung versucht weiterhin, ihn als einen halbwegs guten Menschen hinzustellen. Und ich verstehe auch, dass er nicht so schlimm ist wie andere. Aber das hilft uns allen nichts. Ich finde, er ist einfach substanzlos, einfach. Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn nicht. Jeder hat mal gute Momente, aber nee, abschließend mag ich ihn einfach nicht. Ich habe wirklich Hoffnung gesehen in der ersten Staffel. Und dann kam die zweite und die hat schon sehr wehgetan, so aufgrund von Dingen, die der gemacht hat. Und jetzt in der dritten fand ich ihn einfach so farblos, dass ich mir dachte, ach komm, du bist halt da. Aber ich habe wirklich keine tiefgründigere Meinung mehr zu ihm. Ich habe keinen Hass, ich habe keine Freude. Der war einfach da. Er war da und das freut mich für ihn.
lässt sich da nicht sagen. Okay, die letzten drei Leute. Ich würde sagen, wir reden über die Zwillinge. Erstmal Sokun, das ist zwillingmännlich. Maybe one of my favorite characters, to be quite honest. Hätte ich nicht mitgerechnet. So, nach der ersten Staffel, wo ich ihn halt noch wirklich verabscheut und gehasst habe. Und dann in der zweiten Staffel habe ich halt festgestellt, okay, ich muss die erste Staffel einfach an Dakta legen. Ich kann nicht mehr alle Handlungen auf die erste Staffel zurückführen, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich habe auch schon in den ersten zwei Videos zu Genüge gesagt, dass ich nicht finde, dass er sich organisch entwickelt. Aber wir müssen jetzt mit dem Sokun leben, den wir in der dritten Staffel haben. Und da hat er mir sehr gut gefallen. Ich konnte nachvollziehen, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ich finde, der war eine gute Seele. Der hat sich in den Punkten gegen Leute gestellt, in denen es wirklich sein musste. Der war auf der Seite von den guten Leuten. Und ja, one of my favorites. Ich mag ihn einfach. Ich finde, der hat sich richtig gut entwickelt, auch wenn die Entwicklung eigentlich unsinnig war. Aber ich bin froh, dass ich ihn dann hatte und dass ich mich über Szenen mit ihm halbwegs freuen konnte. Und dass es nicht mehr so war, dass ich von Hass erfüllt war, sobald er die Szene betreten hat. So, und dann reden wir über seine Schwester, Sokhyun. Ja, ich glaube, im Video zur zweiten Staffel sage ich, dass ich Hoffnung für sie sehe. In the bin. In the bin with this woman. Und in der Sendung, Entwicklung findet statt, möchte ich ihr nicht abreden. In der ersten Hälfte der dritten Staffel verhält sie sich anders als in der zweiten Hälfte. Ja. Aber erstens, auch diese Entwicklung ist nicht organisch. Zweitens, ist es dasselbe, was eigentlich in der ersten Staffel mit ihr passiert. Dieses Vibesbild ist meiner Meinung nach einfach nicht intelligent. Ich sehe sie als unfassbar dumm. Ich sehe sie als jemand, der in ihren Wegen einfach verharrt. Auch wenn sie schon wiederholt gesehen hat, oh, meine Wege sind vielleicht ein bisschen doof. Und die hat dann auch Konsequenzen zu spüren bekommen dafür, was sie gemacht hat. Und sie macht es trotzdem wieder. Und dann denke ich mir so, nee. Ich kann mit dir nicht. Und es gab wirklich ein paar Dinge passieren ihr, die einfach nicht gut sind. Und meine Mutter, die einfach eine gute Seele ist, ist dann so, tut die dir nicht leid? Und dann muss ich sagen, nein, sie tut mir nicht leid. Alles, was ihr passiert, nicht alles, aber fast alles, was ihr passiert, passiert, weil sie dumm ist, weil sie den falschen Leuten vertraut, weil sie respektlos ist und weil sie nicht weiß, wo sie herkommt. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Und die Sendung versucht dann so ein bisschen was zu tricksen und so, aber müsst ihr dann selber gucken. Mir kann man sie nicht mehr sympathisch machen. Für mich ist sie the worst. She's the worst. Sie hat mich wirklich mit am meisten gestört in der dritten Staffel, weil sie einfach sich verhalten hat wie so ein rebellischer Teenager, der gar nicht checkt, was eigentlich abgeht. Und ich fand es unfassbar anstrengend zu gucken. Alle in ihrem Umfeld haben ihr gesagt, du verhältst dich gerade wie der letzte Müll. Hör auf! Und die hat nicht aufgehört und da musste sie die Konsequenzen für sehen. Pech, interessiert mich nicht, ich mag sie nicht, weg mit ihr. So, und dann der letzte Charakter, den ich ansprechen muss, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, ist Judante, der große Bösewicht der Sendung. Ich habe wirklich nichts zu sagen zu ihm. Also ich dachte, ich hätte was zu sagen. Das Problem ist auch, dass während wir die Sendung geguckt haben, hatte ich sehr viel zu sagen für dieses Video. Und ich wusste, okay, das muss ich ansprechen und das und oh, so fühle ich mich dem Charakter gegenüber und so weiter und so fort. Und dann kam das Ende und ich finde, das Ende hat halt super viel über den Weg geschaufelt oder so. Wie heißt das? Weiß ich nicht, wie man das sagt, aber es hat viel verändert in meiner Wahrnehmung. Was soll ich jetzt also zu ihm sagen? Ich fand seine Backstory läppisch. Ich habe mich wirklich gefreut auf sie. Ich wollte wissen, warum er so ist, wie er ist. Wie wurde er so... Ich fand's läppisch. Ich fand's läppisch gemacht. Ich hatte kein Mitgefühl. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich auch einfach ein böser Mensch. Aber ich hatte kein Mitgefühl. Ich finde, das, was ihm passiert ist, erklärt nicht im ansatzweise, warum er so geworden ist. Überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Dann gehen die mit Dingen, die er gemacht hat, so doppeldeutig um. Einmal ist das, was er gemacht hat, super schlimm. Wie konnte er nur? Und auf der anderen Seite sieht man dann irgendwie seine Sicht der Dinge. Und das war ganz anders. Und man weiß nicht, okay, denkt er sich das nur aus? So, dass es weniger schlimm erscheint, was er gemacht hat? Oder war es wirklich so? Und ist es dann so schlimm? Ich meine, es ist Mord und so. Also von daher ist wohl immer schlimm. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht. Ich fand, die Sendung war da nicht so ganz sinnig. Ich fand gut, dass er nicht mehr nur dieses große Böse war, wie in der zweiten Staffel. Weil ich hatte das Gefühl, in der ersten Staffel war er halt noch manipulativ und war ein Trickster und hat die Leute so manipuliert, dass sie getan haben, was er wollte. In der zweiten Staffel war er einfach nur so Mustache-Twirling Villain. Ich habe gar nicht verstanden, warum der auf einmal so ein gewalttätiger Typ. Also ich meine, gewalttätig war der die ganze Zeit, aber auf einmal war das so nach außen gekehrt. Ich habe mir gedacht, wo ist deine Schlauheit hin? Also dieses Manipulative, dieses Scheming und so, wo ist es hin? Ich finde, das ist in der dritten Staffel schon zurückgekommen. Und er hat aber dieses Brutale schon auch noch behalten. Das fand ich also eigentlich ganz gut. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass ich nicht besser mit ihm fühlen konnte, was jetzt seine Backstory angeht oder so. Weil da war mir eigentlich
nach allem, was der gemacht hat, habe ich mir echt gedacht, so, ist mir eigentlich egal, was in der Backstory war, ich verzeihe dir gar nichts. Aber ich hätte mir halt, ich weiß nicht, ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Besonders halt auch, je weiter die Staffel ging, ich habe halt, vielleicht klinge ich jetzt auch einfach böse, ja? Aber wenn wir wissen, dass du ein kaltblütiger Mörder bist, wir haben das gesehen. Wieso, also, wie soll ich sagen, also, wieso tötest du dann nicht alle, die in deinem Weg stehen? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe nicht, warum, wenn du doch weißt, dass du vor Mord nicht zurückstreckst, wieso wägst du dann ab, ob du Leute tötest oder nicht? Also, macht das Sinn? Keine Ahnung. Es gibt halt einen Charakter, der ihm halt wirklich auf den Nerv geht, der ihn erpresst und so weiter und so fort. Und ich habe halt nicht verstanden, warum er diesen Menschen nicht einfach tötet, wenn er doch stört. Wisst ihr? Ja, also, ich kann nichts zu ihm sagen. Sein Ende war fitting, meiner Meinung nach. Ja, das war's. Okay. Ich rutsche rüber und dann reden wir noch über Sachen, die ich noch nicht angesprochen habe. So, damit wir kurz die schauspielerische Leistung aus dem Weg räumen, mega. Mega von allen. Ich finde, in der dritten Staffel waren die alle unfassbar gut. Die haben alles gegeben, besonders der Arzt. Der Arzt ist immer sehr, sehr gut. Der Judante ist von seiner Schleimigkeit eigentlich nicht mehr zu übertrumpfen. Die Kinder waren alle sehr, sehr gut. Ja, also das muss ich ja vorstellen. Wo die zweite Staffel so ein bisschen enttäuschend war, fand ich, was die schauspielerische Leistung angeht. Konnte die dritte Staffel da auf jeden Fall deliveren. Also fand ich mega, jedes Mal saß ich da und habe mir gedacht, wow, mega gut. Dann wollte ich kurz Realismus und Rassismus ansprechen. Kurz Realismus. Dass das nicht die realistischste Sendung ist, die wir je gesehen haben, ich finde, damit müssen wir leben. Und es ist auch nichts, was ich ankreide. Also, denkt nicht, dass meine abschließende Meinung, die ich euch gleich liefern werde, darauf zurückzuführen ist, dass die Sendung unrealistisch ist. Ja, damit hat es nichts zu tun, aber ich wollte euch sagen, dass diese Sendung unrealistisch ist. Und es wird von Staffel zu Staffel unrealistischer. Und ich finde, dass die halt auch einfach nicht versuchen, da so einen gewissen Realismus reinzubringen. Zum Beispiel passiert halt was Krasses und es wird erklärt, ja, das ist so und so geschafft worden, aber wir sehen nicht aktiv, wie es geschafft wird. Und wenn man das nicht aktiv sieht, ist es halt eine Sache der Unmöglichkeit. Es kann so nicht gewesen sein. Wisst ihr, was ich meine? Oder auch, was so Verletzungen angeht und solche Sachen, werden komplett einfach minimiert. Und es gibt einen Charakter, der wirklich Schlimmes erlebt, körperlich und seelisch. Aber ich meine, ich beziehe mich jetzt auf das Körperliche. Und der trägt halt nichts davon. Nix. Und als wir das erfahren, ihr hättet mal meine beste Freundin fragen müssen, wie oft ich mit diesem Argument um die Ecke gekommen bin. Ich kann es nicht sagen, weil es ist ein Spoiler, aber wie oft meine beste Freundin so einen bestimmten Satz gehört hat, um zu erklären, warum ich diese Sendung nicht ernst nehmen kann. Ja, also das wollte ich angesprochen haben. So, wer Realismus sucht, geht nicht zum Penthouse, weil es gibt dort nichts. So, und dann wollte ich den Rassismus ansprechen. Der ist schon seit der ersten Staffel präsent, aber ich weiß es nicht. Wenn ich die Videos gedreht habe, hatte ich ihn halt nicht so vor Augen und dann habe ich es halt nicht angesprochen. So, aber jetzt in der dritten Staffel habe ich das Gefühl, ich muss es halt schon ansprechen. Und zwar ist es so, dass ein paar unserer Charaktere kommen aus Amerika oder haben mal in Amerika gewohnt oder machen in Amerika Urlaub oder was auch immer. So, ja, wir sehen, ich möchte nicht lügen, zwei auf jeden Fall, vielleicht drei Menschen. Nee, es sind zweimal, ja genau, zweimal sehen wir einen Akt der Gewalt, der in Amerika vollzogen wird, in einem Auftrag. Also einer aus Korea gibt einen Auftrag an Leute in Amerika, um jemanden, weiß ich nicht, zu schlagen oder zu töten, you know? Und dieser Akt wird halt immer von schwarzen Schauspielern gemacht. Und da habe ich mir immer gedacht so, oh. Ist jetzt so ein bisschen spicy, weiß ich jetzt nicht, ob man das so machen kann. Ja, und dann treffen wir halt in der dritten Staffel einen Charakter, der in seinem kompletten Sein einfach Racism ist. Okay, er hat Haare, die eine Art und Weise, also die gehören da nicht hin. Und auch er hat Leute in seinem Gefolge, die schwarz sind. Und damit sage ich ja nicht, ich meine, ich glaube, jedem ist bewusst, worauf ich hier hinaus möchte. Ich finde, es ist ein bisschen kritisch, ja, Auftragskiller und Auftragsschläger in deiner Sendung zu haben. Und diese sind dann schwarz. Wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, wenn es jetzt ein Schwarzer ist und ein Weißer und ein Asiate oder keine Ahnung was, dann wäre es mir egal gewesen. Aber ich fand es halt kritisch, dass sowohl die Auftragsmörder als auch die Auftragsschläger waren alle schwarz. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und dann gibt es halt noch diesen anderen Charakter, den man halt in der dritten Staffel kennenlernt, der halt von einem Schauspieler gespielt wird, der auch eine andere Rolle in der Sendung spielt.
Wenn ich euch sage, ich habe die Sendung fast abgebrochen, ich habe da gesessen und dieser Typ stand auf einmal und ich so, nee. Nee, ich habe viel durchgehen lassen, aber das nicht. Ich meine, ich habe es dann akzeptiert, aber seelisch war das ganz schön und ich fand das auch für den Schauspieler, der die Rolle übernommen hat, sehr, sehr unangenehm. Ich finde, seine schauspielerische Leistung ist komplett in den Keller gegangen, also komplettermaßen. Ich glaube, also ich finde, man hat dem angesehen, dass er diese Rolle nicht spielen wollte. Aber gut, ja, und den fand ich halt auch so ein bisschen rassistisch gecodet. Ich kann nicht wirklich drauf eingehen, was da abgeht, weil Spoiler und so, aber ja, ich wollte das einfach mal angesprochen haben. Mir ist das durchaus aufgefallen, aber ich habe es halt nicht angesprochen, weil ich, wie gesagt, als ich die Videos gedreht habe, hatte ich das halt nicht präsent. So, beziehungsweise während des Gucken der Sendung hatte ich es präsent, aber dann, wie gesagt, im Moment des Videodrehs hatte ich es vergessen. So, lange Rede, kurzer Sinn, kurz zum Ende der Sendung oder beziehungsweise wie ist meine abschließende Meinung? Mann, bis zur 13. Folge war ich doch mit allem gut. Und ich wollte hier sitzen und sagen, wow, die dritte Penthouse-Staffel ist die beste Staffel. Die hat die besten Twists, die hat die beste Schauspielleistung, die hat zwischendrin, wo keine Twists passieren, die besten Dinge, die passieren. Also, und dazu stehe ich auch. Ich finde, die dritte Staffel ist die beste Staffel. Aber was sie sich bei dem Ende gedacht haben, ich finde, dieses Ende ist sehr, sehr selbstsüchtig. Ja, irgendwie verstehe ich, warum es dazu gekommen ist. Und es ist auch so ein bisschen... Es wäre komisch gewesen, wenn die Sendung auf einem komplett positiven Standpunkt endet. Also, weil, ne, wir haben viel erlebt, ne, ein paar Charaktere sind gestorben, ein paar unserer Charaktere sind straight up Murderer. Also, es wäre schon komisch gewesen, wenn alles so oh, happy-go-lucky und mit Schleifchen dran und so, ich verstehe das. Das Ende, was gewählt wurde, ich finde das halt blöd, weil es einen bestimmten Charakter halt einfach nicht so gut dastehen lässt, meiner Meinung nach. Ich finde es sehr selbstsüchtig, dieses Ende. Und ich finde, Leute haben gelitten, die in der Sendung schon genug gelitten haben. Und es war unnötig, meiner Meinung nach, diesen Weg zu gehen. Ich finde, man hätte das anders machen können. Aber die haben den Weg gewählt, den sie gewählt haben. Ich habe geweint, weil ich hab nicht damit gerechnet, dass sie den Weg gehen. Und ich fand die Art und Weise, wie das aufgelöst wurde und wie das erklärt wurde und so, fand ich... Ach, das hat mich schon... Hat mich getroffen, ey. Ja, also mit dem Ende bin ich unzufrieden, aber es ist jetzt auch nicht das schlimmste Ende, was ich je gesehen habe. Ne? Also es ist halt selten, dass man eine Sendung guckt und sagt, wow, mit dem Ende bin ich absolut zufrieden, von daher. Ja, was das Ranking angeht, würde ich trotzdem sagen, es steht weiterhin Penthouse, Business Proposal und dann Extraordinary Attorney U, weil Penthouse halt etwas ist, oder ja doch, etwas ist, was wir noch nie so gesehen hatten, zumindest meine Mutter und ich jetzt in dieser koreanischen und chinesischen Drama Phase unseres Lebens. Ich fand, es war sehr, sehr viel näher an amerikanischen Sendungen, an deutschen Sendungen und so mit ihrem Drama und dem Hin und Her und solche Sachen. Aber ich finde, es hatte halt noch dieses koreanische Flair, was halt einfach super gut umgesetzt wurde. Also ich meine, natürlich hat das koreanische Flair, es spielt in Korea und ist von aus Korea. Ihr wisst, was ich meine, aber ne? Ich fand, es war halt noch anders genug, um es dann doch noch abzugrenzen von so westlichen Sendungen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen ist es weiterhin Platz 1. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es geguckt haben. Vom Ende, wie gesagt, hätte ich mir was anderes gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass manche Charaktere sich anders entwickelt hätten. Aber man kann nicht alles haben. Und das war's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Penthouse auch geguckt habt. Ich lege es euch ans Herz. Es ist eine wilde Reise, aber die ist einfach funny. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Bye!